Hallo Leute, willkommen zurück zu Edna Bericht aus. Ja, wir befassen uns mal mit den Zwergen im alten Garten von Edna. Edna kommt ja wohl von hier. Und jetzt schauen wir uns mal die an. Der eine hat eine Angel hier. Schaue an, Angelzwerg. Hm. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Ach so. Breakdance-Zwerg? Der vielleicht? Hm. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Die müssen doch mal... Komm, red mal mit denen. Du glaubst, du kannst Breakdance? Ich zeig dir mal, was gebrochen ist. Hast du mich angeguckt? Willst du Ärger? Edna ist leicht aggro auf die Zwerge. Keine Sorge. An Lungenkrebs stirbst du nicht. Mhm. Was bestellst du gerade? Dreimal auf die Fresse? Oh, Edna, ey. Na, schon was Feines in dem Abwasser gefunden? Bin sicher, es passt zu dir. Schön. So. Mal ordentlich die Aggression rauslassen, Edna. Alles gut. Scheiß Gartenzwerge hier. So, machen wir denn mal mit denen. Man kann mit denen nicht reden. Hören wir mal Harvey irgendwie. Was hältst du von dem Zwerg, Harvey? Man sollte ihn an die Wand stellen. Harvey! Was denn? Zwerge mit roten Zipfelmützen sind durch die Bank aufrührerische Unruhestifter. Denk an Papa Schlumpf. Oder Karl Marx. Hm. Sagt er jetzt nochmal dasselbe? Was hältst du von dem Zwerg, Harvey? Man sollte ihn an die Wand stellen. Harvey! Was denn? Zwerge mit roten Zipfelmützen sind durch die Bank aufrührerische Unruhestifter. Denk an Papa Schlumpf. Oder Karl Marx. Also dasselbe auf jeden Fall. Geh zu Hinters Haus. Ah, was haben wir denn hier noch? Schönes. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. So, so. So ist das also. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Ja, wie vermodert jetzt alles aussieht. Man kennt es ja noch aus den ersten Szenen, wo hier der Schirm noch stand und dann haben die hier zusammen gesessen. Das war halt die Erinnerung, der Erinnerungsflashback. Hm. Können wir den irgendwie benutzen? Gleich morgen werde ich hier aufräumen. Dann kann man auch wieder auf der Terrasse sitzen. Ich könnte Hoti, Moti und Alu zum Frühstück einladen. Oh, das wäre schön. Wenn die hier alle zusammen wären. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Nein, nein. Den konnte man noch nie benutzen. Aber hier stand doch einer offen, oder nicht? Hm. Täusche ich mich? Ist hier oben, kann man da was mit der Regenrinne noch machen? Was sagt Pookie dazu? Der mit Abstand hässlichste Hintergrund in Edna bricht aus, besticht durch eine aufdringlich schräge, hässliche Parallelperspektive, die so in keinem Geometrie-Lehrbuch oder Bildaufbau-Lehrbuch, falls es solche Bücher überhaupt gibt, ich habe noch nie eins gelesen, zu finden ist, wie ich vermute. Die zugeschleimten Gartenmöbel entstammen einem Vorbild, das bei mir auf der Terrasse steht. Ich habe eine kleine 3x3 Quadratmeter Terrasse und dort sind die Gartenmöbel die ist abgeschlossen und genauso blau. Gesichert. Und genauso schräg und genauso zugeschnallt. Gleich morgen werde ich hier. Dann kann man... Der Rest der Terrasse ist frei erfunden. Mhm. Ich nebenbei mal geguckt, ob ich die Sachen noch benutzen kann. Ja, mein Gott. So, auch solche Szenen muss es mal geben, Pookie, ne? So, jetzt können wir hier nach hinten. Das ist ja interessant. Wir sind das erstmal mit Edna hier, nicht nur mit Harvey. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Zu. Können wir den Schlüssel nehmen? Hm, der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Weiß ich nicht, nur mal ausprobieren. Vielleicht finden wir irgendwo anders den Schlüssel? Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Kannst du da drinnen was sehen, Harvey? Ich bin ein Hase und keine Katze. Weißt du noch, Harvey?
Durch diese Tür kam ich immer, wenn es Essen gab. Du bist manchmal extra vorher durch Matsch gelaufen, um Spuren zu hinterlassen. Psst. Kann man hier unsere Technik irgendwie überall mal einsetzen? Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. So an den Seiten oder so dachte ich Disteln. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Kann man die nehmen? Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Aber ich soll sie mir besorgen. Die Schere? Die Schere? Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Ein Stückchen reicht ja vielleicht. Antioxidationsmittel. Wie sagt man so schön? Unkraut rostet nicht. Und das in die Tonne? Ich habe die Spur des Rosts bis hierhin verfolgt. Das hier muss die Quelle sein. Die ist nicht verrostet. Zumindest nicht mehr als früher. Mhm. Ja, ich probiere einfach mal wild alles aus hier. Wir sollen die Disteln uns holen. Vielleicht mit den Topflappen nehmen? Die fasse ich nicht mal mit dem Topflappen an. Hm. Waren die früher schon hier? Nein, das wüsste ich doch. Na gut, dann gehen wir wieder. Oder so. Sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Verandatür nochmal. Kann man die vielleicht aufdingsen? Keine Schrauben, kein Schloss. Hier komme ich nicht rein. Das einfach einschlagen würde sie wahrscheinlich nicht wollen, ne? Lass uns hier einbrechen! Nein, ich will nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Ach so, ja. Dann müssen die Zwerge uns den Schlüssel endlich mal geben. Da habe ich zu Silvester immer... Kann man da vielleicht noch was anderes reinwerfen? Lieber nicht. Der Rost ist das Einzige, was diesen Kasten noch zusammenhält. Yippie, Randale! Nein, Harvey. Yippie. Vielleicht damit, mit diesem Ding hier. Vielleicht können wir die Tür einschlagen. Ach, Harvey. Das will sie ja nicht. Das hier ist unser Zuhause. Ich will hier nichts kaputt machen. Och, sie tut mir irgendwie leid. Sie ist so traurig. Ja, bevor es jetzt so richtig schön deprimierend wird, gestatte ich Edna, an diesem Screen nochmal ihren ganzen Frust auszulassen. Und entsprechend ist er mit dem zerstörenswertesten, was mir eingefallen ist, bevölkert. Und zwar sind das diese freundlich dreinschauenden Gartenzwerge. Viel Spaß. Sehr freundlich, ja, sehr freundlich. Merken wir ja. So. Können wir die anmalen? Wir müssen jetzt mal alles irgendwie ausprobieren. Wir sollten diesem Mistzwerg einen Bart malen. Einverstanden. Aber lass uns warten, bis das Licht besser ist. Wir sind jetzt zu Hause, Harvey. Wir haben alle Zeit der Welt, um es uns gemütlich zu machen. Wir sollten diesen... Einfach, wir sind... Aber zu Hause, ich meine, die wird gesucht. Wenn ich die Edna suchen würde, das wäre einer der ersten Orte, wo ich hingehen würde. So, und dann kann man die wieder packen und wieder zurück in die Anstalt stecken. Super. Also, so sicher würde ich mich jetzt hier nicht fühlen an ihrer Stelle. Was haben wir denn noch nicht? So, das hier? Ich bekomme Hunger auf Schlumpfsuppe. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Ja, dann kloppen wir ordentlich drauf. Der hier war's nicht. Dann nehmen wir den da hinten. Den Raucherzwerg. Der hier war's nicht. Aber in welchem? Der hier war's nicht. Der in der Mitte, ne? Aber den nimmt sie die ganze Zeit nicht. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn?
Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Jetzt sind die Zwerge aber alle kaputt. Ist ihr das etwa egal, dass sie alle Zwerge jetzt kaputt gemacht hat? Er hat angefangen. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. So, wir haben den Schlüssel. Toll. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh, oh. Oh nein. Nein. Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Oh nein. Oh nein. Tonscherben. Und oh. Oh, jetzt wird's... Dann wird's jetzt schwierig. Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Nicht mit bloßen Händen, aber vielleicht mit unseren Werkzeugen, die irgendwie ganz schön verloren gegangen sind. Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss... Ja, du sollst es damit ja auch rausholen. Wir könnten uns... Hast du kein... Nein. Nur destruktive. Okay. Mit dem Schlüssel den rausdrücken? Der passt hier nicht. Wieso so? Und dann unten durch den Türschlitz so wieder rausholen? So, weißt du? Können wir den Nagel nicht da direkt am Schloss? Vielleicht. Schleit. Aber es geht mir jetzt eher um ein Stück Schlüssel, was da drin steckt. Keine Unterschrift. Mathis hat mir verboten, die Türen. Aber Mathis ist nicht hier. Ich wünschte. Ja, was wollen die denn dann von uns jetzt? Wir könnten uns... Hast du keine... Nein. Vielleicht die Distel jetzt holen, um die da durchzustecken? Von hinten an der Tür? Kann man sich die Zwerge, die Doofen, nochmal angucken? Bestimmt ist das das Karma von den Zwergen gewesen. Dafür, dass wir so sauer auf die waren. Toll. Guck mal, Harvey. Noch sind... Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Also mit all diesen Sachen hier geht's nicht, oder? Die ist nicht verrostet. Das geht ja alles irgendwie hier nicht. Vielleicht auch das hier nicht noch. Weißt du noch, wie wir Alfred früher immer Fallen gestellt haben? Ja, es fällt mir alles wieder ein. Ein Topf mit Schlamm auf der Türkante. Es hätte eigentlich funktionieren sollen. Hat es doch auch. Geht so. Ich wollte, dass ihn der Schlamm trifft. Aber so war es doch auch lustig. Die Beule war so groß wie das Matterhorn. Ja. Mit dem Briefkasten ist bestimmt auch noch irgendwas. Das sind die Überreste des lästigen Bestellzwergs. Das hat er jetzt davon. Böser Zwerg, böser Zwerg. Für einen Abdruck ist der Ton nicht feucht genug. Okay, dann gehen wir mal... Warte, ich schaue mich nochmal ganz genau hier um. Nicht, dass hier doch noch was ist. Vielleicht nochmal... Hotspot. Okay. Dann nach hinten. Ja. Tischtür. Wir gehen nach hinten. Der ist nicht feucht genug. Dann machen wir den doch mal. Geht das hier drinne? So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfreds Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Den haben wir jetzt. Matsch. Ja, mach doch mal rechts. Anschauen. Hä? Kein Dreck unter dem... Sie selbst. Warum geht denn das schon wieder nicht? Gut, dann eben nicht. Feuchter Ton. Können wir die Disteln irgendwie holen? Und wir müssen uns Poki hier auch nochmal anhören. Diesen Screen kennen wir bereits in der fröhlichen Fassung aus der ersten Tempomorph-Szene. Ich finde es mir trotz der wenigen Striche ganz gut gelungen, halt irgendwie diese Atmosphäre einzufangen, die Edna haben muss, wenn sie halt irgendwie zurückkommt. Auch mit Gewalt. Das, was sie in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung noch irgendwie als kitschig, bunt und fröhlich und sie nicht auch noch kindlich naiv vorgestellt hat, halt total verwahrt zu sehen. Obwohl ich die Screens gegen Ende nicht mal mehr meinen eigentlichen Satz an Zeit hatte, den ich mir zurechtgelegt und ausgerechnet hatte. Ich stand damals unter ziemlichem Zeitdruck, weil das alles noch in meiner Diplomphase war, rechtzeitig fertig zu werden, und hatte mir ausgerechnet, dass ich pro Screen einen Dritteltag hatte,
Es wurde nach hinten raus immer weniger. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Oh, Backe. Ich denke, es ist alles gut. Das Spiel macht immer noch Spaß. Aber es wird natürlich umso kniffliger teilweise auch. Je nachdem, was der Programmierer sich dann auch so gedacht hat in seinen langen Nächten vielleicht, können die Rätsel vielleicht auch etwas schwierig sein. Ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Distel brauchen, um da hinten irgendwie durch das Türloch den Rest des Schlüssels rauszustoßen. Aber ich gehe jetzt mal mit meinem matschigen Ton nach vorne. Oh, dass das immer manchmal nicht reagiert, nervt mich ein bisschen. Es heißt nicht Schlossabdruck, sondern Schlüsselabdruck. Das heißt, wir müssen erstmal den hier rausholen, oder? Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Können wir vielleicht mit dem Ton was anderes jetzt machen? Wir brauchen einen Abdruck von diesem Briefkasten. Ja, das und einen gewissenhafteren Umgang mit dem Wort brauchen. Können wir eigentlich noch wieder gehen? Nein, wir können nicht mehr weg. Alles, was wir jetzt haben, haben wir und daraus müssen wir was tun. Hier mit den Zwergen kann ich irgendwie gar nichts mehr benutzen. Briefkasten, Tür, Mond. Können wir mit dem Ton vielleicht was anderes machen? Von diesem Schlüssel brauche ich wohl vorerst keinen Abdruck mehr. Ich brauche keinen Abdruck. Der Ton kann ruhig ohne Topf in den Ofen. So, jetzt habe ich den Abdruck des Poloschlägers. Ja, ich kann ihn nicht mit Rechtsklick irgendwie angucken. Ist komisch. Wir brauchen einen... Ja. Weißt du noch, wie wir den... Ja... Mathis konnte die Hand einen Monat lang nicht mehr benutzen. Was war das jetzt mit den Topflappen? Weißt du noch, wie wir den Tauchsieder an die Türklinke gehängt haben, um Einbrecher zu verscheuchen? Ja, es fällt mir alles wieder ein. Mathis konnte die Hand einen Monat lang nicht mehr benutzen. Was auch immer ein Tauchsieder ist. Vielleicht können wir hier auch noch irgendwas machen mit dem Tontisch. Auf diesem Tisch habe ich früher Figuren geknetet. Aha. Ich fand sie sehr gelungen. Mathis hat mich trotzdem nie gelobt. Es gefiel ihm nicht, wie die Knochen aus den Körpern ragten. Vielleicht ist das ja eine kleine Unterstützung. Ja, die Konsistenz des Tons ist optimal. Irgendwas untereinander noch kombinieren? Ja. Weiß nicht, Nagel mit Schere. Jetzt haben wir, ach so, jetzt haben wir den weggeschnitten. Okay. Ja. Mhm. Trotz Wasserkontakt noch immer kein Rost auf dem Ton. Unheimlich. Ich probiere einfach alles mal aus hier, was halt geht, wie gesagt. Davon will sie ja keinen machen. Den irgendwie zerschnibbeln. Den Generalschlüssel zerschneiden? Nach all der Mühe, die ich damit hatte? Keine Chance. Weiß nicht, was man hier machen kann. Wollen wir nach Geheimfächern suchen? Später, Harvey. Können wir mit dem Schirm, weil der Löcher hat, irgendwas tun. Aber da habe ich jetzt auch echt keine Ahnung. Tisch, Tool zum Schuppenschirm nach hinten, nach vorn, Verandatüren. Oh gut, Nein, mir gefällt das Muster, wie es ist. Es erinnert mich an früher. Ich will die Distel haben, aber ich weiß nicht, wie ich sie mir nehmen kann. Können wir mit diesem... Naja, das Fass haben wir jetzt schon benutzt. Jetzt muss man doch auch was anderes tun können. Mathis hat damals versucht, mir das Töpfern beizubringen. Er gab es auf, als sich ein Großteil des Tons in Alfreds Ohr wiederfand. Ich will sie nicht auch noch düngen.
Wie sagt man so schön? Für dieses Hindernis brauche ich... ich kann weder den... noch kann ich... Warum nur? Ist doch die Verwüstung. Ja, sabbelt nicht so viel rum hier. Ich versuche nur... Normal gern. Ich habe keine Ahnung. Der ist ausnahmsweise nicht... Nee, das stimmt. Das geht nicht. Das ging irgendwie getopft vielleicht. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Salat. Ich schon. Ich mag Salate. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Es ist also wirklich nicht einfach. Wenn man es denn immer weiß, ist ja alles einfach, ne? Briefkasten. Irgendwas muss man doch da machen können. Wir wollen den Schlüssel rauskriegen, aber egal, was ich mache, es geht nicht. Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Au ja, au ja, au ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Aber warum sollte man Harvey? Harvey konnte man bisher nie so richtig kombinieren. Von daher können wir den Mond irgendwie hier benutzen. Wollen wir den Mond kneten? Nein. Ich kriege die Rückseite nie richtig hin. Mond. Irgendwas mit Mond. Sieh mal, jetzt heult er wie so ein Werwolf. Süß. Die linke Seite könnte ein wenig Politur vertragen. Der Mond, vielleicht irgendwie. Passt nicht ganz, fürchte ich. Nein. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was, Leute. Ich werde einen Cut machen müssen. Groß weitergekommen sind wir nicht, aber so ist das in diesem Spiel. Es ist nicht so einfach. Ja, wie kriege ich jetzt das Stück Schlüssel da raus? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss noch was anderes tun. Vielleicht rütteln, rausdrücken und aus dem Türschlitz rausholen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Briefkasten. Irgendwie muss man den bestimmt auch noch verwenden, sonst wäre der nicht hier, glaube ich, zum Anklicken so. Irgendwas muss da auch noch passieren. Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Mit bloßen Händen nicht, vielleicht mit was anderem im nächsten Part. Bis dann!